10, 100, tausende Jahre lang werden wir nicht aufgeben. Das steht auf den Transparenten, die an den 10. Jahrestag des gewaltsamen Todes von Rafik Hariri erinnern. Der libanesische Ministerpräsident und 22 weitere Menschen sterben im Februar 2005 bei einem Autobombenanschlag. Viele vermuten die syrische Führung hinter dem Attentat. Es folgen Massenproteste, die in die sogenannte Zedernrevolution münden. Syrien muss seine Truppen aus dem Libanon abziehen. Der Libanon ist mit Hariri sehr gewachsen. Er hatte Verbindungen innerhalb und außerhalb des Landes. Vielleicht hat das diejenigen gestört, die andere Pläne für den Libanon hatten. Hariri war ungeheuer reich und einflussreich. Er hatte zudem den Rückhalt verschiedener westlicher Staaten. Allerdings wurde seine 10-jährige Amtszeit von Korruptionsvorwürfen überschattet. Die Untersuchungen zu Hariris Tod, geführt von einem Sondertribunal für den Libanon, dauern noch immer an. Bislang wurde nachgewiesen, dass 5 Mitglieder des politischen Arms der schiitischen Hisbollah in den Anschlag verwickelt sind. Aber die paramilitärische Organisation, die Verbindungen zur Regierung von Bashar al-Assad in Syrien hat, weigert sich, die Verdächtigen auszuliefern. Im Libanon glauben viele nicht mehr an einen fairen Prozess. Wenn das Tribunal positive Ergebnisse hätte erzielen wollen, hätte es das vor langer Zeit getan. Wir werden nie erfahren, wer Hariri getötet hat. Seit 8 Monaten können sich die verfeindeten Lager im Parlament nicht auf einen neuen Präsidenten einigen. An den Grenzen bedrohen Dschihadisten das Land, es wird ein Übergreifen des syrischen Bürgerkriegs befürchtet und die Spannungen mit Israel wachsen. Mit jedem Tag wird die politische Lage im Libanon immer unsicherer.